Mandakini Pachauri ist Yogalehrerin und Schülerin von Nirmala Srivastava. Nirmala Srivastava ist Begründerin einer neo-hinduistischen Bewegung. Sahaja Yoga heißt sie. Die Organisation wurde in den 1970er Jahren in Indien gegründet und verbreitete sich auch im Westen. Von ihren Anhängern Shri Mataji Nirmala Devi genannt, nimmt die Gründerin in dieser Bewegung auch die Rolle eines Gurus ein. Guru aus meiner Sicht ist jemand, der jemand anderen was beibringt. Ja, das heißt, du kannst ja auch einen Musikguru haben. Oder deine Eltern sind deine ersten Gurus. Ja, der ist nur einfach jemand, der ein Ungleichgewicht darstellt, der weiß etwas mehr über etwas. Und du, der Schüler bist, der weiß weniger darüber. Und dann fließen die Dinge normalerweise, wo es so wie beim Wasser, ja, dass man von wo es mehr ist, so wo es weniger gibt, hinfließt. Und das ist eben der Guru. Nirmala Srivastava ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ihre Eltern und auch sie selbst kämpften für die Unabhängigkeit Indiens von der britischen Kolonialmacht. Nirmala Srivastava war Wegbegleiterin von Mahatma Gandhi. Shri Mataji als junges Mädchen oder sogar fast Kind hat beim Ashram von Gandhiji gewohnt und hat viele seiner Gewohnheiten übernommen. Das war eine Zeit der großen Patriotismus in Indien. Wo sie älter war, hat sie sich dann anketten lassen bei gewisse Stores, also Geschäfte, wo englische Güter verkauft würden, um sie zu boykottieren und solche Sachen. Also sie hat aktiv mitgewirkt. Und diese, sagen wir, Eifer blieb in ihrer Seele. Mandakini Pachauri ist in Indien geboren und aufgewachsen. Vor mehr als 30 Jahren kam sie als IT-Fachfrau nach Österreich. Mit 11 Jahren hat Mandakini Pachauri ihren Vater verloren und den Unterschied zwischen dem Leben von Männern und Frauen in Indien erstmals bewusst wahrgenommen. Meine Mutter wurde verwitwet, mein Vater starb von Herzinfarkt. Und es war so, dass sie, als ob sie weniger wert wäre. Und ich fand das nicht in Ordnung, weil sie ist nicht daran schuld. Und selbst wenn sie schuld dran wäre, deshalb ist sie ja nicht weniger wert. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich durch den Tod meines Vaters und diese Zeit in Delhi habe ich dann gemerkt, wie schwierig es ist, in Indien eine Frau zu sein. Witwen gelten als böses Omen, haben einen schlechten Status in der indischen Gesellschaftsordnung. Ausgegrenzt aus der Gesellschaft stehen viele verwitwete Frauen oft vor dem Nichts. Frauen zu bestärken war auch ein Anliegen von Nirmala Srivastava. Shri Nirmala Devi hat ja einen Home für Destitute Women, also eine Einrichtung für mittellose Frauen gemacht in Delhi. So dass Frauen, die dann eben niemand haben oder keine Mittel haben, auch mit ihren Kindern dorthin kommen können, dort leben können und ein Gewerbe machen können, also etwas lernen können, damit sie wieder selbstständig sein können. Es beginnt für mich einfach die Gemeinschaft der Frau. Das ist für mich das, was ich mit meinen Flüchtlingen mache, dass wir zusammengehören. Und letztendlich geht es darum, dass sie fit werden, dass sie auch eigenständig stehen können. Mandakini Pachauri ist nicht nur Yogalehrerin. Sie arbeitet also auch mit geflüchteten Frauen. Manchmal als Übersetzerin, manchmal als Tänzerin. Immer mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Frauen. Ich habe mein Leben lang immer mit dem, sagen wir, Underdog identifiziert. Obwohl ich, sagen wir, besser situiert bin. Mir ist es sehr bewusst, dass ich auf den Schultern von Tausenden stehe oder vielleicht Millionen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich mich dementsprechend verhalte. Ich darf mein Leben nicht vergeuden. Ich darf auch nicht zu deren Last beitragen. Im Gegenteil. Ich soll es möglich machen, dass mehrere daran teilhaben. Das ist halt meine Geisteshaltung.